Rapporteurs hat im Vorfeld der Bundesversammlung in einzelnen Ländern Einspruch gegen die Gültigkeit der dortigen Wahlen der Länderdelegierten erhoben. Sämtliche Einsprüche von ihm sind mangels Einspruchsberechtigung auf Länderebene zurückgewiesen worden. Einspruchsberechtigt ist nach dem Gesetz nur jedes Mitglied des betreffenden Landtages und jeder dort in eine Vorschlagsliste aufgenommene Bewerber. Nunmehr wird von ihm verlangt, dass die Bundesversammlung darüber entscheidet. Ich habe Herrn Pasteur schriftlich mitgeteilt, dass ich nach dem Gesetz die Bundesversammlung damit gar nicht befassen kann, weil über die Einsprüche in den betreffenden Ländern entschieden worden ist. Im Übrigen sind derart unzulässige Wahleinsprüche unter keinem Gesichtspunkt geeignet, die Zuständigkeit der Bundesversammlung zu begründen. Ein heute Morgen eingereichter neuerlicher Antrag mit dem gleichen Anliegen ist aus den genannten Gründen offensichtlich unzulässig und kann von mir nicht zur Abstimmung gestellt werden. Zur Beschlussfähigkeit der Bundesversammlung ist die Anwesenheit von mindestens 621 Mitgliedern erforderlich. Ich habe den begründeten Eindruck, dass dies der Fall ist. Widerspricht jemand dieser Einschätzung? Das ist auch nicht der Fall. Dann stelle ich hiermit die Beschlussfähigkeit der Bundesversammlung fest. Nach § 8 des Gesetzes über die Wahl des Bundespräsidenten findet die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages auf den Geschäftsgang der Bundesversammlung sinngemäße Anwendung, sofern sich die Bundesversammlung nicht eine eigene Geschäftsordnung gibt. Mir liegen Anträge zur Geschäftsordnung vor, die auch in der Osthalle ausliegen. Die Fraktionen der CDU-CSU, SPD, FDP, Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen sowie die Delegierten der Freien Wähler haben den folgenden Antrag gemeinsam eingebracht. Die 15. Bundesversammlung wolle beschließen, die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages findet sinngemäß auf die 15. Bundesversammlung mit der folgenden Maßgabe Anwendung. Geschäftsordnungsanträge und andere Anträge können nur schriftlich gestellt werden. Eine mündliche Begründung und eine Aussprache finden nicht statt. Wir stimmen über diesen Geschäftsordnungsantrag nun ab. Wer stimmt diesem Antrag zu? Den bitte ich ums Handzeichen. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Das sind drei Gegenstimmen. Möchte sich jemand der Stimme enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann ist dieser Geschäftsordnungsantrag mit überwältigender Mehrheit angenommen. Ich kann damit feststellen, dass damit laut Gesetz die Geschäftsordnung des Bundestages gilt, mit der soeben beschlossenen ergänzenden Maßgabe. Es gibt eine Reihe weiterer Anträge der Mitglieder der Bundesversammlung Udo Pasteurs, Holger Apfel und Dr. Johannes Müller. Dazu gehört der Vorschlag, den Kandidaten die Möglichkeit zu geben, sich vorzustellen. Dieser Antrag ist wiederum offenkundig unzulässig, weil nach der unmissverständlichen Formulierung des Grundgesetzes eine Aussprache zu den Kandidaten nicht stattfindet. Deswegen ist auch über einen solchen Antrag gar nicht abzustimmen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, bevor wir zur Wahl der Schriftführer kommen, dass mich die soeben beschlossene Geschäftsordnung verpflichtet, die Ordnung und Würde dieser Versammlung zu wahren und gegebenenfalls gegen Störungen einzuschreiten. Ich denke nicht, dass das nötig werden will, weise aber vorsichtshalber darauf hin, dass, wenn es nötig ist, es Beispiele dafür gibt, dass ich dann von diesen Möglichkeiten auch Gebrauch mache. Schließlich darf ich Sie außer dem Hinweis, den Sie in Ihren Unterlagen gefunden haben, noch einmal darum bitten, dass Sie als Versammlungsteilnehmer während der gesamten Sitzung hier im Saal und auch draußen in der Osthalle, in der sich die Wahlkabinen befinden, weder fotografieren noch filmen. Die Möglichkeit, Erinnerungsfotos aufzunehmen, besteht zweifellos auch nach Beendigung der Versammlung in vielen denkbaren Personenkonstellationen, bei denen Ihrer Fantasie kaum Grenzen gesetzt sind. Wir kommen jetzt zur Bestellung der Schriftführerinnen und Schriftführer. Ich möchte Ihnen vorschlagen,
Die 42 Abgeordneten, die auch im Deutschen Bundestag diese Aufgabe wahrnehmen, mit dieser Aufgabe auch heute zu betrauen. Mit ihrem Einverständnis verlese ich die Namen nicht. Eine Namensliste ist aber selbstverständlich sowohl bei mir einzusehen, wie wiederum vorne bei den anderen Unterlagen gegebenenfalls zu erhalten. Darf ich Sie fragen, ob Sie damit einverstanden sind, diese im Deutschen Bundestag mit dieser Aufgabe betrauten Kolleginnen und Kollegen auch heute als Schriftführerinnen und Schriftführer zu bestellen? Dann bitte ich Sie um Ihr Handzeichen. Vielen Dank. Ist jemand dagegen? Auch da gibt es 3 Gegenstimmen, Enthaltungen keine. Dann sind damit die Schriftführerinnen und Schriftführer gewählt. Wobei ich auf Folgendes hinweisen möchte. Zu den eingereichten schriftlichen Anträgen gehört auch der, die Schriftführer in geheimer Wahl zu bestellen. Der Antrag ist zulässig, wenn auch vermutlich nicht erfolgversprechend. Denn er wäre eine Abweichung von der Geschäftsordnung, die wir bereits beschlossen haben. Da aber, wenn wir jetzt sinngemäß die Geschäftsordnung anwenden, eine Abweichung von der Geschäftsordnung möglich ist, allerdings mit 2/3 Mehrheit, frage ich jetzt, wer dem Antrag auf geheime Wahl der Schriftführer zustimmen möchte. Das wird nicht reichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag abgelehnt. Schließlich noch ein Punkt. Schließlich ist der Antrag von den gleichen Delegierten gestellt worden, dass jeder Wahlvorschlagsträger die Möglichkeit haben solle, ein Mitglied der Bundesversammlung zu benennen, das als Beobachter an der Stimmenauszählung teilnehmen kann. Auch den Antrag halte ich für zulässig. Deswegen lasse ich darüber abstimmen. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Antrag hat erkennbar keine Mehrheit gefunden. Ich bitte nunmehr den Obmann der Schriftführerin, was haben wir noch? Ach so, es gibt schließlich noch einen einzelnen Personalvorschlag, einen weiteren, also 43. Schriftführer zu bestellen. Da könnte man die Auffassung vertreten, da wir gerade beschlossen haben, 42 zu bestellen, hätte er sich damit erledigt. Da ich nicht für ausgeschlossen halte, dass Einzelne die Rechtsauffassung vertreten könnten, das sei damit keineswegs konkludent erledigt, lasse ich auch darüber förmlich abstimmen. Wer dem Antrag zustimmen möchte, für die Gruppe der NPD Herrn Dr. Johannes Müller als zusätzlichen Schriftführer zu benennen, den bitte ich ums Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit ist auch dieser Antrag beschieden. So, nun bitte ich den Obmann der Schriftführerinnen und Schriftführer, den Kollegen Jens Köppen und seine Stellvertreterin, die Abgeordnete Doris